Hallo und herzlich willkommen endlich wieder mal und mich freut sich ganz besonders zu einem Klangfarbe Haus gemacht und heute mit den wundervollen Burnswell aus Wien. Hallo! Yeah. Herzlich willkommen! Dankeschön! Kurz natürlich müssen wir ein paar Klassiker abklopfen. Namen, mal vielleicht das erste, dass man sich mir vorstellt. Der? Benze Sabo. Ella an der Gitarre und Vocals. Sebi an den Drums. Und ich bin der Kenny am Bass. Wie lange gibt's Burnswell und was ist die Geschichte dahinter? Die allerersten Songs sind entstanden im ersten Lockdown, eh klar. Da habt ihr überhaupt einmal zusammengefunden, oder? Ja, also an und für sich war das eher so, dass ich die ersten Nummern im Lockdown geschrieben habe und die Band gibt's jetzt so per se seit 2 Jahren, Pi mal Daumen. Wie würdet ihr Burnswell beschreiben? Energisch. Ja. That's the question. Ja, energisch. Das ist sehr gut. Feurig, bewegend. Feurig ist gut. Feurig. Mit kompletter Bandwucht. Ich habe ein bisschen geschaut, 2 Singles, glaube ich, bis jetzt draußen. Wie ist euch nach dem Lockdown so ergangen? Während dem Lockdown, wissen wir ja, war überhaupt schwierig für uns alle. Wie war das erste Jahr? An und für sich total leibend, weil wir haben 2021 das erste Konzert gespielt im Herbst und die richtige Konzertewelle war eigentlich eh erst jetzt das vergangene Jahr 2022 und da hat das Ganze dann wirklich begonnen so ins Rollen zu kommen. Also voll. In Wahrheit hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute sehr konzerthungrig waren. Das war sehr, sehr schön. So, voll. Die erste Show war in Chelsea am Gürtel Nightwalk. Und Klassiker. Das war boom voll und du hast gesehen, dass die Leute einfach nur scharf drauf waren und sind abgegangen wie Sau. Also gesteckt voll. War wunderschön. Also wir hatten einen guten Start auf jeden Fall. Energisch, glaube ich, trifft. Also ich habe euch gesehen am Sonic Heartbreak in der Szene und war wirklich überrascht, muss ich sagen. Also nicht, dass ich mir doch sehr Scheiß, sondern wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil die Energie bei euch definitiv stimmt.
Was steht an? EP, Album. Album. Nur bei zwei Singles kann es ja nicht bleiben. Nein, genau. Also vor dem Sommer kommt das allererste Burnswell-Album raus. Mhm. Und wir sind gerade am Video planen und alles. Das ist schon unter Dach und Fach, also it's a rap, wie man so schön genau, sagt. Genau, es fertig recorded, ja. Wo ist es recorded worden? In Graz, im Stressstudio beim Tom Zwanziger. Beim Zwanziger. Yeah. Liebe Grüße. Ja, Shoutout an den Tom an dieser Stelle. Wie viele Songs am Album? 10. 10 Songs, wie lange habt ihr gebraucht? 9 Tage war es. Ja, genau. Ein paar hatten wir schon vor dieser Studiozeit recorded. Im Studio kamen dann 7 dazu, also das meiste. Ja. Wie, also ihr habt vorher schon was recorded gehabt, das aufs Album kommt? Ja, das war am Anfang letzten Jahres und das war dann einfach schon da und wir wollten es halt trotzdem auch verwenden. Und dann im Studio hat man nochmal 9 Tage für die restlichen Songs. Okay, aber die habt ihr jetzt nicht nur mal neu aufgenommen, die 3 Songs, sondern die wurden neu gemixt quasi. Ja. Was sind die großen Herausforderungen im Studio für euch? Das frühe Aufstehen. Und das spät ins Bett gehen, hoffentlich. Das gehört dann auch dazu. Aber wenn man jetzt live und Studio ein bisschen so gegenüberstellt, was sind die großen Unterschiede? Also ich bin oft wirklich meine größte Feindin beim Einsingen. Das ist manchmal ziemlich nervenaufreibend. Aber ich muss schon sagen, wenn man halt das richtige Mikro auch hat und das passt und man dann halt den eigenen Sound auch gern hört, wenn man danach die Takes anhört, ist das total leibend und das war es in dem Fall auch. Also ich bin ja zufrieden, wie wir es hinbekommen haben und voll, also jetzt nur mal vom Vocal Part her habe ich mich einfach sehr gut aufgehoben gefühlt und wenn man dann auch manchmal Leute hat, die einem sagen, hörst, das ist gerade total unnötig, dass du, dass du dich so fertig machst. Und ich hatte dann halt so Auszucker, wo ich mir gedacht habe, hörst, was ist mit dem Scream? Warum ist er gerade nicht so da, wie er normalerweise da ist, halt on stage? Natürlich, da ist das Adrenalin halt ein anderes. Und habt ihr Erfahrung mit Home Recording oder so? Macht das auch? Und trotzdem die Entscheidung, aber in ein Studio zu gehen, um zu recorden. Hat der 20er ein bisschen die Produzentenrolle auch mit übernommen? Nein, produzieren und generell im Album ist einfach die Schwierigkeit, da dabei zu bleiben, weil du den ganzen Tag beschallt wirst und auch wenn du nicht gerade am Aufnehmen bist, solltest du fokussierter zuhören und manchmal ist es einfach nur schwierig und ich finde, die Couch in einem Studio ist etwas so überall, einfach da, es zieht dich runter. Die Müdigkeit aller MusikerInnen, die mal da waren, ist da auf dieser Couch und setzt sich hin und denkt so, boah, ja. Aber das ist ja gerade glaube ich, das Coole und das Spannende im Studio, was du ansprichst, dass man wirklich die 9 Tage in eurem Fall fokussiert dran arbeitet. Ne? Weil gerade wir in der Klangfarbe immer mit den Kunden die Gespräche haben, naja, recorden kann ich ja heutzutage zu Hause auch, das ist ja überhaupt kein Ding mehr. Aber man unterschätzt, glaube ich, schon, wie wichtig Tonstudios nur sind. Ja, definitiv. Heutzutage, um so die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht 3 Stunden am Tag nach der Arbeit oder so, sondern wirklich den ganzen Tag sie Zeit nimmt für das und auch jemanden wie einen Tom zu haben, der halt dann auch ein bisschen mitredet, glaube ich, und so die Sicherheit ein bisschen kriegt, oder? Ja, also ist eine außenstehende Person ist definitiv sehr wichtig, also uns oder mir, uns allen eigentlich ist sehr wichtig, dass jemand außerhalb sagt, ey, stopp mal, so, ihr findet das eh cool, aber denkt mal da drüber hinaus. So, du bist, natürlich ist man immer begeistert, mal, oder größtenteils begeistert von dem, was man selber macht und fabriziert. Und das ist, wie gesagt, voll wichtig, dass einer sagt, ey, ist sehr cool, aber wir könnten es auch so mal probieren. Sehen mal die andere Seite. Und da auszuprobieren, offen zu sein, ist, finde ich, ganz wichtig. Und das ganze Technische halt auch mehr abzugeben. Ja, genau. Also gerade dieser Engineering-Part, ich glaube, das wäre mir so too much, dann wirklich, wenn du den ganzen Tag eh schon am Recorden bist und dann noch zusätzlich dieser extra Job kommt. Also, ja, das kann man sich schon mit der Zeit erarbeiten, glaube ich selber, aber zu einem Profi zu gehen, der seinen Raum kennt, der seine Mikrofone, der sein Equipment kennt, ist halt schon eine wichtige Sache. Voll. We'll be right back.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir sehr viele coole Bands in Österreich gerade haben in diese Richtung. Jetzt. Es passiert gerade sehr viel. Ja. Also von neuen Bands, die diese Richtung oder ähnliche Richtung machen wie wir. Jedoch werden die halt nicht so ganz schnell anerkannt, beziehungsweise also anerkannt entdeckt, sage ich mal. Was halt in Österreich ein bisschen schade ist. Ja, das dauert manchmal schon. Ja, mit Spam Records, mit dem Stefan, hat man natürlich jemanden in Österreich, gerade für dieses Genre, der glaube ich sehr wichtig ist und sehr viel tut. Der kann natürlich auch nicht jede Band unter seine Finger nehmen. Aber ich hab auch das Gefühl, dass sie gerade relativ viel tut. Ich glaube, man muss ein bisschen geduldig bleiben. Es ist natürlich generell im sage ich mal, Rock, Metal, Punkrock-Bereich leben wird man jetzt nicht so schnell können davon. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie es nicht viel tut. Jeder von euch kann sich jetzt eine Band aussuchen, wo ihr gerne Support spielen würdet. Mit dir fangen wir an. Existieren oder nicht mehr so? Also, ich meine gar nicht so 60er, sondern. Nein, dadurch, dass es, ich würde sagen, ist einem wurscht, wenn es nicht mehr existiert. Okay. Sagen wir Turnstile. Oh. Turnstile, ja, interessant. Emil and the Sniffers. Ja. Boah, ich müsste auch Turnstile sagen. ja, oh ja, Turnstile von mir auch. Deftones. Oh, sag geil. Definitiv. Carle Zeppelin, Carl Jimi Hendrix. Auch, auch. Es gibt viel. Ich weiß, eine auszusuchen, aber ich wollte sie ja nicht ganz einfach machen. Dann sage ich mal vielen herzlichen Dank. Wir werden jetzt dann gleich den Soundcheck über die Bühne bringen und wir freuen uns schon vorher, dann ein bisschen was von euch zu hören. Vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr da mehr sehen wollt, dann lasst einfach ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch und uns alle viel Spaß mit Burnswell. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Danke euch. Ganz, ganz liebes Danke an die Klangfarbe Wien.
Ciao, wir sind Burnswell.